Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Daisy Epoch. Ich werde verfolgt wie blöde. Und Daniel kommt jetzt hoffentlich endlich bald mal mit dem Auto an und holt mich. Ja, habe ich endlich mal eins gefunden. Weil ich. Klick, 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 klick. Oh, meine FPS brechen hier ein. Wegen den ganzen Bäumchen. Das sind diese schönen buschigen, weißt du? Ne, keine Ahnung, was los ist. Nur noch 30 FPS irgendwie. So, Meine Festplatte ist, glaube ich, zu langsam geworden. Alter Daniel, jetzt mal dein Ernst, wo bleibst denn du mit der Karre? Warst echt schon ganz schön weit vorne. Wärst mit Fahrrad, du Lümmel. Nein, ich laufe, du Arsch. Ach, hör auf. Mein Ernst, ich habe versucht, das Auto hier flott zu kriegen. Habe ich nicht Echt geschafft. diese. Und dann bin ich gerannt wegen den Zombies. Oh, da kommt er. Ja, Phase um, Phase um, Phase um. In dich oder die Zombies? Die Zombies. Oh mein Gott, jetzt holt er mich. Nein, nein, du, nein! 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 Hilfe! Dann fahren Sie mal. Alter, Ja, du bist im Gummi. bei dem LKW musste ich auch nur ein Rad wechseln. Hat aber jetzt So einen quasi hätten wir nur uns noch kaufen müssen. Der passt Viertel. hundertprozentig drunter. Ja, Viertel Sprit hat er noch. Also Ja, reicht ja brauche bis ich hin. bis zum reicht. Aber jetzt können wir herausfinden, ob die MV22 liften kann. Oder ob man hier überhaupt liften kann. Vielleicht aber auch wirklich nur mit dem Scheinock, weil das so scheiße groß ist. Aber wo willst du denn landen? Weißt du, was ich übrigens auch machen werde, Daniel? Bei uns in die Base ein Auto reinstellen mit dem Geschütz. Also immer voll, ne? Jo, und dann ratatatatatatata. Weil die Abonnenten werden jetzt dann bald auf den Server kommen. Infovideo ist ja heute passiert. Ja, jetzt seht ihr mal, wie weit wir im Voraus sind, Leute. Nur wegen euch, damit ihr uns nicht platt macht. Und wieso wir zu solchen unchristlichen Uhrzeiten Missionen machen, weil wir sonst das nicht schaffen, wenn zu viele Leute da sind. Und wir dann immer Angst haben, dass die Leute unseren Loot klauen. Wieso fährst du nicht auf der Straße links neben dir? Ja, wo ich da gerade hinfahre. Auf der Straße. Natürlich. So, siehst du? Naja. Hier ist Straße. Diese alten Kackbratzer. Komm, aber ja, tut's. Oh, jetzt ist Sprit schon rot angezeigt. Oh Aber es ist je. immer noch fast Viertel. Jetzt fahr geradeaus einfach weiter. Oh, da links steht ein weißes Auto. Nicht unser Flugzeug irgendwo? Oh, da hinten ist ein. Oh, gelbes Flugzeug. Siehst du es? Nee, ich meine das Grüne. Ja, das Scheiß aufs Grüne, Müsste. hier ist ein gelbes. Na, ist ja egal. Können wir später noch. Nee, du musst ja das Riesenteil da wegfliegen. Schau mal, da oben rechts auf dem Dach, da steht Ah, ich dieser sehe. UHA, der User, oder wie der heißt. Schau mal an, wie groß, ey. Heftig. Oh ja. Was? Da hinten steht immer noch ein gelbes Flugzeug geradeaus. Ja, habe ich doch gesagt, mein gelbes Flugzeug. Mein. Das hast du gemeint. Aber erstmal die Mission zu Ende machen. Erstmal müssen wir meine Leiche kommen. Was ist mit meiner? Dann deine dann, wenn der tot ist, der eine. Ne? Ah, natürlich. Aber das Flugzeug, das ist so weit weg. Warte mal, jetzt muss ich gucken, ob ich mir richtig markiert habe. So. So, kommen wir von der richtigen Seite auch hier Oh, überhaupt? rechts neben uns ist. Vorsicht, du musst dich weiter links halten. Da links fahre ich aber zu der Mission. Ja, aber rechts von uns ist eine andere Mission, die Major's Mansion. Wo es dann
glaube ich, sogar Gold gibt. Nee, bei President gibt's Gold. Ja, da gibt es dann 140.000. Nicht schlecht. Und wie suche ich jetzt so den Schweinestall? Der ist auf der anderen Seite. Der ist geradeaus. Direkt geradeaus. Noch einmal hier rumfahren. Ja, oder so. Oh, schau mal, ein Quad. Probieren? Ja, klar. Weil ich muss ja irgendwie zu einer Leiche kommen. Ich muss ja, egal ob deine oder meine Leiche, aber ich brauche eine Leiche. Abgeschlossen, das ist doch nicht wahr. Ja, warte mal, wenn der hier steht, dann ist hier irgendwas. So. Oder auch nicht. Jetzt gibt Gummi. Alter, wo fährst du hin? Hier um die Häuser rum. Ja, nimm die Hauptstraße. Das geht schon. Wenn du schnell genug bist, trifft er dich nicht. Oh, wie das hier ruckelt. Was ist denn los? Oh, den hat's erwischt. Ja. Muss nur schnell genug sein. Oh, hoffentlich jagt er nicht die Tangi in die Luft. Da hinten. Das ist ein Geschütz. Das ist ein Geschütz. Deswegen hat er uns so schnell ausgeschalten. Da sind noch zwei. Einer im Geschütz und einer in so einer weißen Kutte. Siehst du? Ja. Oh, das wird gefährlich, du. Ah, da hinten ist der Schweinestall. Okay, dann müssen wir darum. Oh, die ganzen Leichen sind despawned, Daniel. Das heißt, von den Typen mit den weißen Kuppen können wir gar nicht die Waffen durchsuchen. Vorsicht, Mauer! Ach, Mann, habe ich mich jetzt erschrocken. Hast du das nicht gesehen? Nee, ich habe woanders hingeschaut. Du sollst auf die Straße gucken, du Arsch. Oh, hier, Hammer. Oh, ja, ihr bleibt mir stehen hier. Ich muss ja auch zu meiner Leiche, du Arsch, du selbstsüchtiger Penner. Ja. Ja, bleib mir doch mal stehen. Deiner Leiche kommst du aber nur, wenn ich mir jetzt einfach deine Waffe klau und die erschieß. Genau. Bist denn du verreckt? Na, komm mit. Komm mit. Komm mit, lauf weg. Wir sind hier in dem Wald rüber. Ja, das weiß ich auch noch. Dann sind wir hier. Der Penner hätte mich im Wald gar nicht sehen können, weil ich hinten war. Genau, dann sind wir hier den Wald hoch. Und jetzt schießt er gleich wieder. Warte. Und dann dürfen wir hier noch zu unseren Leichen robben. Hier noch weiter. Irgendwo da vorne. Vorderste Reihe bei den Bäumen da vorne. Vorsicht, ne? Vorsicht, Daniel. Ach, bist du neben mir gestorben, oder was? Ja, hinter dir. Du bist doch dazu zum Zelt schon gerannt. Ach, in Wahrheit hat er wahrscheinlich auf dich geschossen, hat mich aber trotzdem erwischt. Ach, da vorne liegst du. Ja, oh genau. Je. Ja, oh je, wie soll ich denn da hinkommen? Der knallt mich doch gleich wieder über den Haufen. Uiuiuiuiuiuiui. Ich schnapp mir mal schnell deine Waffe. Alter, hattest du viele DMR-Muni. Ah, hab ich immer dabei. Da ist der Typ am Geschütz. Nee, der guckt. Ich kann nichts machen, der guckt. Lenk den mal ab. Wenn ich jetzt aus dem Loch rausguck, dann schießt er mich über den Haufen. Da ist der eine. War ja also noch. Einen habe ich. So, der im Geschütz steht da halt und guckt blöd, ne? Ja, nicht mal das Geschütz. Rechts vom Zelt. Dass ich das nicht gesehen habe? Oh je, das wird gleich wehtun. Nein, nur von deiner Seite. Oh je, da komme ich nicht ran. Hat er durch das Zelt durchgeschossen? Ja, okay, der ist tot. So, ich pack mal. Stopp, ich pack dein DMR wieder in deine Leiche. Ja, nämlich. Ich presch jetzt vor. Im Baum drinne. No, hat er dich gleich. Hat er dich da gerade eingemeißelt. Oh noch. So, das Geschütz ist weg. Erstmal meine Leiche und dann die anderen beiden. Uiui. Hier ist auch übrigens verdammt viel Medizin und so ein Mist, ne? Mhm.
Jetzt habe ich minus 3800. Yay! Danach 1, 2, 3. Hätte ich Geld bei? Ja, hatte ich nicht. Schade. Ich nehme immer diesen Kack-Vorschlaghammer mit. Ne, den habe ich gar nicht mehr. Okay, bin schon ruhig. Blut, Morphin, Schmerzmittel, Brechstange. So. Bist du fertig mit deinem Zeug? Weil hier ist eine Kiste mit ganz viel Essen und Trinken. So, was hat der Typ? Eine M4. Wir könnten die Waffen verkaufen, aber... Oh, warte mal, hier steht Händlermenü. Lecker. Leck gehabt. Ist aber komisch. So, hier im Zelt ist wahrscheinlich alles medikamentemäßig, ne? Ja. Der hat eine PKP. Da weiß ich, da er mich jetzt mit vollladen will. Wieso kann ich auf den Händler zugreifen? Okay, das ist so ein Händler, ja, verstehe. Trinken brauchen wir ja eigentlich immer, ne? Ja. Jetzt gucken wir erstmal, ob das Ding noch fliegen kann. Sprit hat's. Wollen wir... Nee, mehr brauchen wir nicht. Wasserflaschen, ja, die nehme ich. Die Antibiotika hat man bis jetzt auch nicht so gebraucht, ne? Nee. Wollen wir jetzt gucken, ob das Ding was anhängen kann oder nicht? Und neben uns ist noch eine Mission, also wir könnten noch eine machen. Oh, das Ding ist laut. Cannot fire. Das können das verkaufen wir dann gleich, ne? Ja, aber vorher will ich gucken, ob das was anhängen kann. Mit dem LKW dahinter im Schweinestall steht dort. Irgendwas, ist egal. Oder den Hammer, der auf der anderen Seite vom Schweinestall steht, an der Straße. Ich glaube, der Hammer bringt mehr. Hammer bringt mehr als ein LKW? Ich glaube schon. Das ist ja mal eine fette Ding hier. Echte, ey. Und wie kommen wir dann zurück? Flugzeug fliegen kannst du nicht und das Ding landen kannst du auch nicht. Nein, das Ding kann ich nur fliegen, ja. Aber wir können ja mal gucken, dass wir uns vielleicht ein Little Bird noch kaufen. Mit 63.000 oder ein Mino. Was bringt denn das Ding hier, was wir hier haben? 100.000? 200.000? Also 100 auf jeden Fall. Ja. Zack. Oh, zieh hoch. Aber du weißt doch nicht, ob der Hammer jetzt heil war, ne? Beim Airport können wir den Hammer ja nicht verkaufen. Ja, das stimmt. Aber kannst du wieder fallen lassen. Oh, das Ding qualmt ja schon. Ja. Das ist jetzt gerade passiert? Nee. Dann würde ich sagen, ab zum Airport. Bevor das Ding Geist aufgibt. Aircraft Dealer. So. Der Sprit ist das, was mir Sorgen macht. Du bist noch drinne? Ein Sechstel. Ansonsten hier vorne irgendwo ist da vielleicht eine Tankstelle, über die du schweben könntest. Quatsch. Quatsch, das haut schon hin. Oh, ich liebe die MV22. Daniel, wir müssen uns auch so eine kaufen. Ja, wenn wir dann genug. War schon mal an, die ist so schnell. Ja. Fahrgestell einziehen, genau. Hier haben wir ja noch aus Staffel 2. Und Staffel 1. Am Ende. Oder war es Staffel 1 oder am Ende dann mit dem Ding? Staffel 1. Er bewegt sich wie eine Grazie in der Luft. Wie eine Ballerina. Übertreibt es aber nicht, ja. Nee. Oh. Ja, wenn du merkst, dass wir abstürzen, dann springen lieber ab, ne?
Nee, wenn ich höre, dass du anfängst zu, oh, das gefällt mir immer gar nicht. Heli unter uns. Ja, ist aber der steht lassen. Genau auf dem Dings. Ach, da haben die hier aufgebaut. Daniel? Wir müssen uns das Ding kaufen oder Shinnok. Such dir aus. Shinnok beides. Ist best. Wo willst du das alles hinstellen? So viel Platz haben wir da hinten nicht. Ich muss ja immer noch anbauen. Mit meinem Flugzeug irgendwie landen. Hast du nicht gesehen? Nur anbauen. Hier für das Teil kannst du übrigens auch eine Plattform bauen. Ja, allerdings weißt du, wie lange es sind? Allerdings müssen wir dann Metallböden bauen, ne? Ja, und wir brauchen ganz viele Plotpoles. Weil eine Plotpole ist auf 500 Teile begrenzt. Echt jetzt? Ja. Kannst du denn eine zweite Plotpole neben der anderen Plotpole noch hinstellen? Oder ja, wie? Ja, ja. Obwohl es in der gleichen Begrenzung ist. Jo, das geht schon. Nee, in der gleichen Begrenzung nicht, aber so, dass die Ränder sich halt so leicht überschneiden. Hm. Oh, bin ich mal gespannt, was das Ding bringt. Also den Autopiloten hier, dieses Schwebeflug, solltest du bei dem Ding gar nicht anmachen. Wenn du langsamer Warum? Werden willst, wirst du einfach normal langsamer. Ja, weil das Na, wie nicht machst lange denn? Runtergeht. Na, und wie machst du die Dinger dann nach oben? Automatisch macht er, wenn du langsamer wirst. Ach so, dann macht er die automatisch. Jetzt Schwebeflug. Jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich da irgendwie hinkomme. Das ist immer das, was mir Kopfschmerzen bereitet. Pass auf, dass du nicht so hart aufkommst. Weil ich der dachte, qualmt echt drauf. Schon. Nee, der qualmt echt schon hier. Ja, Ivan, der hat dann immer gleich versaute Gedanken. Oh ja. Reicht. Weißt du? Weg, weg, weg. 200.000. 200.000. Ja. Gut, dann möchte ich eine Mi. Eine Mi? Oder warte mal. Ja, mir geht sowieso nicht. Hier wäre. Wir könnten uns auch jeder so ein Einmann-Heli kaufen. Das, ach so, das sind Flugzeuge, ne? Ganz das erste oben. Airplan ist. Ja. Ich kann es auch ein alles Flugzeug Flugzeuge kaufen. Ja. Das ist alles Flugzeuge? Ja. Nee, dann guck ich. Also ich sag ja, einer muss von uns Hero oder Bandit werden. Bin drei, minus 3800. Was ist denn das letzte hier, das USEC? Das ist der ganz große Heli, der ganz, ganz große. Der kann bestimmt auch anhängen. Weil der ist richtig groß. Was meinst du? Mi oder Little? Mi, die ist schneller. Und die hat mehr Platz. Ja, Mi. Außerdem brauchen wir noch eine Mi. Wir wollen ja nicht immer mit dem riesen Merlin, ne? Nee. Achso, Handel abgebrochen. Ich denke mir schon, wo bleibt denn das? Darf sie nicht bewegen, steht doch da extra. Jaha. So, jetzt habe ich nur noch 137.000. Toll. Apple, soll ich die mitnehmen? Die 137.000? Ja, ne? Muss ja nicht wegen jedem Rotz schnell zur Basis. Wohin mitnehmen? Weiß nicht. Was auch immer wir jetzt tun. Na Gott, dann bringe ich halt schnell das Geld weg. Ja, sicher ist sicher, ne? Darf ich dich töten? Nur ich so. Hol dich auch gleich ab. Ja, dann lass mich aber erstmal das ganze Zeug weg. Wieso kannst du auch ein Heli legen? Ich hol dich direkt ab. Ich schieß dich und ja, warte. Ab. Nee, wir sind in der Safe Zone. Ja, ich kann doch aber mein Zeug schon im Heli legen. Achso, ja. Weil so werden wir jetzt Hero und Bandit. Was sagt denn die Zeit? 19. Achso. Ja gut, das müsst ihr mitbekommen, wie ich Daniel töte. So, schon mal Richtung Küste. Wie viel hast du plus? Wie viel? 2000?
2922. Wow. Wow. Wann hätten wir uns vielleicht keine Mii kaufen sollen, sondern wirklich erstmal so ein Einmann-Heli, ich töte dich und dann hin und her, hast du nicht gesehen. Naja, die Mii ist ja auch schnell. So, die schafft 300. Aber ich mag sie vom Aussehen her nicht. Vorne schaut sie richtig doof aus. Hinten ist schön, aber vorne ist doof. So. So, ich lande dann mal langsam. Müssen wir dann aber noch mal umgedreht machen, dass ich dann Hero werde. Reicht ja, wenn einer Bandit ist. Nee, reicht auch. Wir müssen auch gucken, was bei Hero zu brauchen ist. Ich dachte, das ist immer das Gleiche. Nee. Natürlich. Nee, nee. Ich nicht? Nicht das Gleiche. Nee. Ja, bei Altes Live nicht. Nein, auch hier nicht. Da schon kleine Unterschiede. Sonst wäre es ja, ja scheißegal, ne? Na gut, dann treten sie aus, mein Freund. Dam, dam, da, da, da. Bist du bereit? Warte, ich muss mal hinterher schießen. So, liegt zwei drin. Was ist das? Noch nicht, warte. Ich muss näher ran. Mach nochmal. Ja, jetzt sehe ich's. Warte mal, wie ging salutieren? Mit Raute. Waren die schon wieder? Okay. Häng dich mal an, jetzt hast du mich. Das hat aber lange gedauert. Hasta la vista. Ja, irgendwie schon, ne? Hatte ich gerade einen Panzer an oder so? Oh, weiß nicht. Und was sagen deine Probleme? Boah, minus 6400. Dort ist nicht zwei, ne? Nee, ist alles im Heli. Okay. Ist sowas verboten? Nö, ne? Nö, nö. Machen doch alles so. Weil durch die Mission, das ist ja, erschießt der Heroes bei, ne? Und dann geht wieder ins Minus. Dann tust du wieder Banditen, dann geht's wieder total ins Plus. Also kommst, dauert ja ewig. Ich frag mich aber in Staffel 1 und 2 war ich immer Bandit. Warum werde ich immer Bandit? Böse bist. Und du gehst immer in Richtung Hero. Weil ich Held bin. Arschloch. Der Vorsichtige. Der Vorsichtige. Ja, sag lieber an, wo du bist. Ja, wenn ich auf der Karte bin, sag ich dir. Oh, dann können wir uns endlich bewaffnete Scheiße kaufen. Oh. Können wir gleich mal gucken, hinfliegen, gucken, was. Ja, ich heb dann alles vom Konto ab, ne? Und dann kaufen wir uns gleich das teuerste Ding. Und eine Sniper-Munition für meine M107. Falls wir besucht mal werden, dann habe ich wenigstens was, um Helis aus der Luft zu holen. Oder möchtest du mich sicherheitshalber noch einmal töten? Du willst mich dann bestimmt auch zweimal töten. Naja, damit du ein bisschen über 10.000 hast. Na gut, dann töte ich dich halt nochmal. Ich bin jetzt da. Ich bin ja in der Lobby. Du siehst mich ja. Ja, hier. 1400. Ja, fliegen. Ich lande einfach auf dir. Nee, das kriegst du ja dann nicht, wenn du auf mir landest. Überfahren zielt das auch. Nee, das hast du schon mal zum Überfahren? Hatte dir das angerechnet? Nee. Weiß ich nicht. Weiß ich jetzt echt nicht. Da musst du mal drauf achten, wenn du den Zombie überfährst. Oh, 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 Wasser. Oh ja, oh ja. Vorsichtig. Ja, mit der Mii ordentlich um. Ich mag die Mii. Ey, weißt du was? Doch warum? Halt doch einfach mal.
weil ich früher das Ding nie fliegen konnte. Er lebt noch! Nicht geschafft. Das ist doch eine Pistole, wehr dich doch! Dummy, hilf mir! Dummy! Dummy! Mein Bruder! Aber! So ein Scheiß! So, wie viel hast du jetzt? Minus 10.800. Ja, das durfst du erstmal rein. Jetzt pack ich mein Zeug alles in Heli. Ne? Ja. Hast du auch deinen Rucksack rein? Ja, sicher. Komplett gleich, so wie es. Achso, ich nicht. Cool. Wie viele Rucksackplätze hat der Heli? Der hat doch schon 10. Mehr als zwei. Aber da ist kein... Ah, doch, da ist einer. Oh, dort ist ein Coyote. Ja, und da ist... Wo bist du? Na, ich muss erstmal warten. Hab Geduld, ich hab keine SSD oder ja, genau. Ich hab eine normale Festplatte, die ich jeden Tag defragmiere. Ja. Sorry, das klingt aber so lustig. Die ich jeden Tag defragmentiere. Damit sie auch ein bisschen schneller sind. Ne, also zum Zocken benutze ich die SSD, aber zum Aufnehmen die normale Festplatte und man merkt selbst Unterschiede, worauf man aufnimmt. Ja, und man muss dazu sagen, meine Festplatten sind 7 Jahre alt? Rechner, ungefähr, ja. Und von Rechner zu Rechner sind die immer mitgegangen. Und die machen noch keine Geräusche, nichts. Du bist da? Wo bist du? Schon wieder an der gleichen Stelle. Ne, du bist 5700 Meter von mir entfernt. Ich hab eher jetzt gedacht, du spawnst bei Elektro oder Cerno. Das sieht mir eher aus wie weiter in Richtung unser Base. Warte mal hier. Noch sehe ich deinen Namen nicht. Ja, wo zum Henker bist du denn? Weiter. Bin ich zu hoch? Ja, ich muss jetzt aufpassen wegen der Insel. Das knallen die mich runter. Aber ich bin schön schnell. Die dürften mich gar nicht kriegen. Ah ja, jetzt bist du 2300. Naja, da will uns natürlich der Surfer jetzt ein bisschen ärgern. Es wäre natürlich schön, wenn man gleich wieder, wenn ich gleich wieder beim Heli gespawnt wurde. Also es dürfte eigentlich reichen, wenn du mich einmal tötest, weil ich minus 10.000 habe. Na, ich hab aber, möchte aber plus 10.000. Ja, ja, aber ich habe, weißt du, du kriegst dann wahrscheinlich gleich jetzt plus 8.000 oder so. Kann mal sehen. Jetzt wissen die Zuschauer natürlich auch, wie sie das schnell dann machen können, dass die Bandit oder Hero werden. Ich glaube, die wussten das schon vor uns. Ja. Na, wir wussten es ja auch schon ewig, wir haben es bloß noch nie gemacht. Ne? Ja. Weil keiner gerne sterben will. So, mein Schätzelein. Schlüssel? Schlüssel, Moment, ich muss den Schlüssel reintun, noch nicht. Ja, ja. Mein Feldspaten. Und mein Messer. So, jetzt ist der Heli komplett voll. Na was? Kommst du? Ich bin doch da. Nein, ich mag nicht. Mach mir jetzt, ich hab mir das nochmal überlegt. Dein Mann. Maus. Hallo. Oh. Ich wehr mich. Hallo. Nein, hör auf. Damit du 20.000 hast, oder was? Ja, okay, dann erschieß mich doch. Ach komm, nicht doch jetzt. Nicht so nah, das tut doch weh. Oh. Gut.
Nein, ich tu nur so. Und? Wie viel hast du? Momentan noch gar nichts angezeigt. Echt nicht? Echt nicht? Nee. 2922. Und Banditkills ein. Oh. Oh. Auslocken oder einlocken, oder? Weiß ich nicht, aber ich mache hier auf jeden Fall einen Schnitzsack. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part zu Daisy Epoch. Bis dahin, mach's gut. Tschüss. Tschüss.